Komm. Einmal speichern, bitte. Ich weiß auch gar nicht, ob die kämpfen kann. Eine Waffe hat sie ja nicht, wie es aussieht. Masten von Blut fliegen, ist ja pfui. Ne, eine Waffe hat sie ja nicht, also es ist vielleicht nicht so ratsam, sie in irgendwelche Kämpfe hineinzuziehen. Dann halt dich mal an mich, Uschi. Komm. Gut, haben wir jetzt hier noch irgendwelche Schakale? Da ist noch einer, der kann uns jetzt aber auch gestohlen bleiben. Da ist auch noch einer. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Na, Hutsido? Komm, Fifi. Bei Fuß. Das hast du jetzt davon. Was hast du denn für einen blöden Akzent? Ach, ich wollte sie eigentlich bloß anquatschen, damit sie irgendwas sagt, um mich nochmal drüber lustig zu machen, aber sie sagt natürlich nichts, weil wir ihr nur Befehle geben können zurzeit. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das der richtige Weg ist. Es ist ja auch nicht so einfach jetzt zu sehen. Ich hoffe auch, dass ich das später mal wiederfinde, wenn wir da wieder hin müssen. Mal gucken. Kommst du? So, Nacht, das will ich doch gar nicht. Ich will die Karte haben. Die Karte, ja. Nee, nicht die. Moment kurz. Hier. Weltkarte. Genau. Okay. Wollte nur gucken, wo Braga ist und wo wir sind. Also die Richtung, dann sind wir ja gar nicht so falsch. So. Noch da? Ja. Das ist schön. Oh, eine... Ich glaube, die meide ich mal, die Oase, weil Oase heißt meistens auch Tiere. Und da wir hier noch nicht waren, werden diese Tiere auch noch alle da sein. Und wir brauchen ja kein Wasser, das ist das Gute. Wir sind schließlich ein Held. Wir sind der Entscheider. Wir kommen ohne Trinken aus. Wir laufen einfach durch die Wüste. Und wir brauchen auch nicht unsere Arme zu bedecken. Wir kriegen auch keinen Sonnenbrand. Schließlich sind wir der Held. So, Fahne ist schon mal gut. Fahne heißt offizieller Weg. Offiziell von der assassinischen Regierung lizenziert oder so. Sieht aber hübsch aus. Gefällt mir. Ist auch das Belia-Wappen mit oben drauf. Oder der Kopf von Belia. So ganz oben da. So, weiter. Pfui. Obwohl, nee, ich wollte gerade sagen, wenn es bloß einer ist, können wir uns ja mit dem anlegen, aber das sind drei gleich. Shit. Gut, die anderen haben es nicht mitgekriegt. Einen kann ich verschmerzen, das geht. Ich will mich aber nicht mit allen auf einmal anlegen, wenn niemand da ist, der sie irgendwie... Die Alte, die geht mit ihren Fäusten drauf auf den Sandcrawler. Wenn keiner da ist, der die irgendwie ablenken könnte. Aber ich habe ja jemanden. Das Blöde ist bloß, das sollte ich nicht in Anspruch nehmen. Ach Mensch, Tussi. Muss das denn sein? Nein. Ich hasse dich. Ach, Alte. Musst du dich jetzt mit den Sandcrawlern anlegen? Oh, verwundeter Sandcrawler. Ich weiß, wozu das gehört. Ich muss den ausnehmen. Darf ich nicht vergessen. Ayla, wie geht's dir? Ich kann gerade nicht gucken. Ich hoffe, dir geht's gut. Ayla? Ja, gut. Der geht's ja noch spitze. Da nehme ich mir das mal heraus, hier mit dem kämpfen zu lassen, um ihm in den Rücken zu fallen. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Ich möchte es nicht zu sehr drauf ankommen lassen hier. Voll ins Sandcrawler-Nest reingerannt. Ist ja auch spitze. Weil die Alte so lebensmüde ist und sich auch gleich mit allen anlegen muss hier, ne? Weiber. Uschi, nur wegen dir mache ich das. Ich schwitze Schweiß und Blut und... Das hast du jetzt davon. Tränen hier. Dumme Kuh. Blöde Pute. So, der verwundete Sandcrawler. Wo habe ich den denn... Geh doch mal hier weiter. Bist du das? Nein. Wo habe ich den denn gelassen? Hier ist er. Verwundeter Sandcrawler. Der hat nämlich einen Feuerkelch. Leider haben wir jetzt schon mal wieder ein Quest gelöst, bevor wir es gekriegt haben. Aber bevor ich den jetzt hier vergesse und dann nicht wiederfinde, nehme ich das mal gleich mit.
Das wird dann noch kommen. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt hier irgendwo antreffen, aber wird jedenfalls noch kommen. Wir gehen jetzt mal nach Norden. Wird sich noch aufklären, wozu das gehört. Wir registrieren einfach mal. Der verwundete Sandcrawler hatte einen Feuerkelch in seinem Magen. Oder irgendwo halt. Oh, das sieht verdammt nach Ogre aus. Das sieht verdammt nach einem Ogernest aus, aber es ist keiner da. Okay. Was? Was? Nein! Komm, Uschi! Komm! Du legst dich nicht mit den Schakalen an. Ach. Streitsüchtiges Weib. Folge mir! Wir umgehen sämtliche Schakale. Ich habe gerade keine Lust hier, um ihr Leben zu kämpfen. Deswegen mal ein kleiner Umweg. Viele Wege führen nach Braga. Ja. Yeah. Braga übrigens im Rollenspiel, wo ich ja schon mal immer davon rede. Im Rollenspiel hat diese Stadt eine seltsame Geschichte erfahren. Und zwar ist die in die Hände einer Organisation gefallen, die die Schwarze Hand hieß. Die gibt es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Wurde bei uns im Rollenspiel als Konkurrenzorganisation zum Ring des Wassers ins Leben gerufen. Und hat dann im Prinzip dafür gesorgt, dass nicht das Gleichgewicht herrschte, sondern das Chaos. Und ich glaube, die wurde insgeheim von irgendeinem Dämonen angeführt, der dann König der Welt oder sowas sein wollte, keine Ahnung. Hallo Takla und Co. Und ja, jedenfalls haben die sich Braga unter den Nagel gerissen. Ich glaube, das waren bloß zwei Leute der Organisation, die das gemacht haben. Aber die haben schon gereicht, die waren größtenteils nicht genug. Die haben dann da einen großen Turm hingebaut und haben sich dort gut gehen lassen. Und die eine hat dort die einzige Herberge am Tor zur Wüste geführt und hat dann dort für überteuertes oder für viel Geld total überteuerte, eklig schmeckende Essen verkauft. Bis dann irgendwann ein anderes Mitglied der Schwarzen Hand kam und dann haben sich der eine, der im Turm saß, und das neu ankommende Mitglied so dermaßen in die Haare gekriegt und sich angelegt in einem epischen Kampf, dass am Ende der Turm brennend zusammengebrochen ist und ganz Braga abgebrannt ist. Passiert mal, ne? Ist ja auch bloß ein kleines Dorf. Hier nach Valem. Ich bringe dir Eila zurück. Ausgezeichnet. Sie wird mir die Nächte mit ihrem Tanz versüßen. Ich gehe davon aus, dass Asaru uns keine Probleme mehr bereitet. Asaru ist kein Problem mehr. Gut, dann kümmere dich jetzt um irgendwas anderes. Hier, gib ein wenig Gold aus. So, damit haben wir jetzt endlich 80% Ruf hier. Das heißt, die müssten eigentlich alle grün werden. Ja, sehr schön. José, noch irgendwas? Ah ja. Ich habe Takla erledigt. Dann hast du dir das Kopfgeld verdient. Natürlich haben wir jetzt noch die Kopfgeldjagd für Asaru offen. Die bleibt aber auch offen. Ich werde Asaru nicht umbringen. Gut, ansonsten ist ja auch wirklich nichts. Nö, da haben wir jetzt genug Ruf, um einfach mal weiterzugehen. Mal kurz gucken. Jetzt hat der alte Lustmolch sich auch in seinem Thron niedergelassen und guckt die ganze Zeit der Ayla, die jetzt nicht wirklich so Perle von Braga mäßig aussieht, beim unglaublich erregenden Tanz zu oder so ähnlich. Gut. Fort aus Braga. Wir gehen weiter nach Ben Arai in die Goldkammer von Varant. Wir sehen es da auf der Karte. Da ist Ben Arai. Gleich neben Lago. Wir gehen zuerst nach Ben Arai und danach nach Lago. Zuerst aber nach Ben Arai. Das liegt nämlich näher. Ben Arai ist eigentlich keine wirkliche Siedlung. Und Stadt erst recht nicht. Nicht mal ein Dorf eigentlich. Das ist eigentlich lediglich eine Mine mit zwei Häusern, die nebenan gebaut wurden. Von irgendwelchen Händlern wahrscheinlich. Weil es sich natürlich dort, wo Leute eine Mine bauen und irgendwelches Zeug abbauen, immer lohnt, auch irgendwas zu verkaufen. Weil die Leute, die da abbauen, natürlich auch irgendwas brauchen. So sind das normale... Nein, es sind Feuerwarane, oder? Bist du ein Feuerwaran? Feuerwaran? Ja! Komm. Ich möchte die mal etwas separieren. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie stark die sind. Okay. Die sollten gehen. Wobei ich natürlich noch keinen Angriff abgekriegt habe. Deswegen weiß ich es noch nicht so. Na super, die zwei Feuerwarane unter sich. Ach gut, 120 Lebenspunkte. Na dann.
Na dann. Ja, die normalen Marane, die kennen wir ja schon. Die sind kein Hindernis für uns. Die geben auch bloß 80 Erfahrungspunkte. Ist ja schwach. So, zack. Wir haben mal... ach schön, Waranzunge, Waranleder, Klauen, was man denen jetzt so alles abnehmen kann, wo man mal was gelernt hat. Ne, wir haben in Warand einen Königswaran gejagt. Das war auch eine tolle Geschichte. Mein Charakter, wie gesagt, Nomade, ne? Also eigentlich auf der Seite Alanos, steht so ein bisschen gegen Belia, weil Belia natürlich ja die Oberhand hat in dieser geschichtlichen Situation. Deswegen kämpfen auch die Nomaden meistens irgendwie gegen die Orks so ein bisschen mit. Mein Charakter hat in Nordmar Orks getötet, in Myrtana Orks gemieden und in Warand mit Orks zusammen gekämpft und geredet und gespeist und getrunken. Auch wenn er nach einem Wurzelschnaps immer schon besoffen umgekippt ist. Ja, nee, jedenfalls hat mein Charakter da zusammen mit Orks den legendären Königswaran getötet. Ein unglaubliches Monster, das nur mit einer Gruppe von einem halben Dutzend erfahrener Krieger niedergestreckt werden konnte, irgendwie so. Und hat eine Trophäe davon getragen, nämlich einen Eckzahn dieses Warans, dieses Königswarans. Und das ist ein ganz schöner Zahn, also ganz schön großer, meine ich. So. Und mal wieder, mir ist aufgefallen in dem Spiel, ich bin immer kurz vorm Verrecken und es interessiert mich überhaupt nicht. Also in anderen Spielen werde ich dann ganz hibbelig, aber hier irgendwie nicht. Nee, und da hat er halt mal mit Orks zusammengekämpft und hat dabei, weil er blondes Haar hat, den Namen Sonnenmora davon getragen. Fand ich auch lustig. Welcher Mensch, der nicht Orksöldner ist, kann schon behaupten, einen Spitznamen von Orks gekriegt zu haben? Baum? Wo kommen die Bäume her? Achso, sind bloß solche komischen Gerippe, okay. So, schon wieder eine Waranengruppe. Ich frag mich, was die hier machen. Ich meine, die brauchen noch Wasser, oder? Aber wahrscheinlich hat man sich gedacht, Warane klingen exotisch, die setzen wir nach Warand. Vielleicht heißt auch deswegen Warand. Oh Gott, war der schlecht. Ich krieg schon wieder böse Blicke von der Seite. Oder solche, du bist bescheuert Blicke. Solche verachtenden. Die sind eigentlich noch schlimmer als böse Blicke. So verachtende Blicke, so nach dem Motto, du bist so dämlich. Oh, vielleicht war es auch nicht so gemeint. Sah auf jeden Fall so aus. Gut. Haben wir uns um die Warane gekümmert. Jetzt Warand ist nicht mehr. Der ist so schlecht, dass ich ihn lustig finde. Okay, weiter. Wie weit ist es noch? Okay, sind gleich da. Ja, Ben-Arai kann ich auch eine Geschichte zu erzählen. Ich kann eigentlich zu fast jeder Siedlung irgendeine Geschichte erzählen. Ben-Arai hat mein Charakter mal zusammen mit seinem Tiergefährten, übrigens mal an der Stelle zum Tiergefährten, nee, das sage ich danach, mit seinem Tiergefährten zusammen mal ausgenommen, beziehungsweise nicht bloß mit dem, sondern in einer Aktion, in der er irgendwelche anderen Nomaden geleitet hat, haben die einen Überfall auf Ben-Arai gestartet, weil es natürlich die Goldkammer schlechthin ist und irgendwie total rotzig bewacht wird. Ist irgendwie nie einer drauf gekommen, mal das Ding zu überfallen oder so? Ich meine, da ist so viel unten los. Nein. Ach komm, geh mir nicht auf Keks hier. Kann sich nur um Stunden handeln. Meditatives Schwertschwingen. Aber es ist doch noch geschafft, einen zu töten, ja? Bleibt mir gleich das Spiel stehen vor Angst. Die KI ist schrecklich. Die zögert Kämpfe so unglaublich in die Länge. So. Machen wir es mal so. Vielleicht werden sie ja durch eher mal gelockt. Wunderbar. Okay, ach, ich habe jetzt keinen Bock. Ach komm. Ja, lass mal die Krallen liegen, ist jetzt Wurst. Ich habe keine Lust, jetzt wegen den blöden Krallen die ganzen Viecher abzuarbeiten. Oh, 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 ich speichere mal. Sicher ist sicher. Sicher ist die Mutter der Porzellankiste. Wer auch immer sich diesen dämlichen Spruch ausgedacht hat.
So, stirb! Höllenbrut, ah! Habe ich ihn schon wieder gebracht. Apropos, ich glaube, ich werde mal Simon the Sorcerer 2 irgendwann let's playen, weil mir das Spiel sehr gefallen hat, als ich es gespielt habe, immer. Also immer gefallen hat, wenn ich es gespielt habe. Ich habe es so oft gespielt. Und trotzdem ist es immer wieder ein neues Erlebnis für mich. Huh. Weil ich so viel vergesse. Das ist der Vorteil an Alzheimer. Huh. So, jetzt komm halt her, Mensch. Ist ja schrecklich hier mit dir. Moonwalk Wolf. Pam, ins Gesicht. Michael Wolfson. So, jetzt, Mensch, jetzt bleib doch mal stehen, du blödes Vieh. Michael Wolfson mit Edith. Irgendwie habe ich heute nur Scheiße im Kopf, ich weiß auch nicht. So, zack, mal was gefressen. So, und jetzt weiter nach Benerei, wenn ich den Kompass richtig sehe, sollte das da sein.